Oh ja, Moin, die Kamera ist ja noch an, Digga. Oh oh, jetzt wird gewichst. Oh, Pisse. Oha, scheiße, Digga. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche. Kennt ihr diese Mitschüler, die so trinken? Die nicht normal trinken können, Alter? Memes. Sieht man das? Ja. Darauf erstmal ein Stößchen. Let's go. So, da kann ich hier gucken. Was soll ich sagen? Ausgangssperre in Mülheim gilt ja nur für Menschen. Ne? Wir kontrollieren das hier. Ja, das war in Köln. Und deswegen haben wir gegen den Tyrannosaurus Rex auch kannst keine du Chance. Machst der du ist von der Corona-Verordnung ausgenommen. Danke für deine 2 Euro. Du bist ja Vegetarier, ne? Ja. Heißt, du isst gar kein Hamburger, oder? Nein, ich mach den Salat runter. Ach so. Danny hat einen kleinen Schniedel. Es ist Samstag, extra small, Condoms heute im Angebot bei Lidl. Ich finde dieses Cockshaming von Danny unglaublich schlimm. Ich finde es richtig schlimm. Warum? Warum wird Dannys Cock so geschämt? Was? Warum? Sind gegelt für mich wie Vin Diesel. Klau bei Penny ganze Packung Kinderriegel. Danny hat einen kleinen Schniedel. Es ist Samstag, extra small, Condoms heute im Angebot bei Lidl. Pequeno, was ist dein Problem? Aufpassen. Wallahi, aufpassen. Tut mir leid. Guck, Memo, wir wollen nirgendwo gucken. Nur für dich gucken, ganz in Ruhe. Ich guck gar nicht. Bleib nur ein Kuss. Ich gehe aktuell die Twitch-Richtlinien durch. Du darfst gucken, aber du darfst nicht rumgrüllen hier oder so. Wir machen wir dich. Nicht belästigen. Wir sind ja ein familienfreundlicher Stream. Maschallah, das Essen sieht sehr gut aus, dass man nicht hier steht. Oh, schön surfen. Wenn die geschminkt sind, Ohrringe, ja, Stiefel, knackige Figuren, ne, einen geilen Arsch. Yeah. Ja. Das ist dann schon alles okay. Massenarbeitslosigkeit machen die zwischen September 1929 und Anfang 1933. Oh nein. Ja, danke Musa, dass du überhaupt Interesse an meinem Referat hast, ganz ehrlich. Ich bin das hin, ich weiß, was ich hier mache. Sieh mal einer an. Ist der Typ hat endlich aufgehört, über Möpse zu reden und angefangen, sein Wort zu halten. Können wir irgendwo Geld darauf wetten, wie lange die Lehrer dann Kartons im Zimmer bleiben? Ich starte mit 10 Tagen. Hohl in der Birne ist super, um Influencer zu sein. Hohl ist wichtig. Ja, stimmt. Wow, schöne Titten hast du. Hi. Deine Titten sind geil. Echt? Danke. Sind die echt, oder? Ja. Wow, ich hätte lieb mit dir sein. Du willst neben mir sein? Wow. Dann komm doch neben mich. Mach deine T-Shirt nach oben, bitte. Nur ein bisschen nach oben. Deine T-Shirt nach oben. Zeig mir deinen Titten so als Nimm einmal Finger in den Mund. Ja, oh. Ja, ich zeig dir meine Titten, Bruder Herz. Sanchez, du da? Ich wiege, Nochmal von neu, mein Kampfgewicht. Ah, mein Kampfgewicht. Ey, ich kann's nicht aussprechen. Mein Kampfgewicht. Mein Kampfgewicht. Mein Kampfgewicht. Ich kann mir einfach nicht drauf scheißen. Mein Kampfgewicht. Mein Kampfgewicht. Mein Kampf? Gewicht. Gewicht. Mein Kampf? Sag mal, Ladies and Gentlemen, mein Kampfgewicht. Ladies and Gentlemen.
Ach du Scheiße, Digga. Babalocken. Dann guckst du bei Instagram rein, Digga, antwortest denen, die denken sich, oh geil, Monte schreibt. Dann macht die direkt, lässt die Hüllen auffallen, Knossi, dann zeigt die alles, Monte schreibt, zieh mal die Backen auseinander, will alles sehen, hol mal die HD-Kamera. Knossi macht Bildchen, Filmchen, alles, ne? Er richtig tschak, 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 Digga, klatscht richtig der Sack, er spritzt ab, Digga. Warum kann ich meine Brustwarzen nicht herzeigen, obwohl sie meine Brustwarzen... Also ich als Member der männlichen Community muss hier auf ein ganz großes Missverständnis hinweisen. Wir Männer würden diesen Vorschlag von Ihnen nämlich sehr begrüßen und freuen uns diesen Sommer auf sehr viele oberkörperfreie Frauen. Let's go, wir sind voll dahinter. Es lädt, es lädt, ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ich will den Vater nicht verlassen. He crazy, Chat, he crazy. He fucking crazy, innit? Oh my god, Niall. Oh my god, Niall! Oh my Niall! Holy oh. Fuck, man. Oh no. This isn't a urinal, is it? So. Ja, nee, ich muss sagen, guck mal, der Unterschied bei uns beiden ist folgender. Du achtest auf alle Eigenschaften, die du gerade aufgezählt hast, Bruder, bei mir ist es aber nicht so. Auf was achtest du? Bei mir, ich achte auf den Charakter, wie gut ich mit dem Menschen. Ich achte auf den Charakter, mega wichtig. Nein, du achtest gar nicht auf den Charakter. Hey, du hast dich vor 2 Wochen mit einem getroffen, den Charakter, der dich Müll war, das hast du davor schon gesagt. Du hast nur gesagt, der hat gemachte Brüste. Und dann habe ich erstmal 3 Arzttermine gemacht, Digga, um erstmal alles durchchecken zu lassen. Keine Ahnung, was da gerade abgeht, Jungs. Heilige Scheiße, ich habe einen HNO-Arzttermin, Augenarzttermin, Zahnarzt. Bro, irgendwas ist ganz übel, Bruder. Ganz, ganz, ganz übel. Alter, wenn du das machst. Oh, Digga. Hast du da raufgewischt oder was? Nein! Nein! Es hat wirklich in den Mund genommen. Die hat Corona, Alter. What? Marcel. Yeah, my name is Marcel. Who's ringing? Yeah, it's obvious. Someone called in the restaurant. Huh? Yeah, you can tell him he can f*** herself. No. That's an idiot. He's trolling. Sir, I have to go back to our shop. Yeah. Yeah. Okay. Oh, Digga, der Arme. Jetzt hat wieder irgendein Sohn hier im Dings angerufen, im Restaurant. Sascha, wenn ich du wäre, würde ich zu einer öffentlichen Mülltonne wie der da hinten zum Beispiel gehen. Also eine, wo auf jeden Fall viele Leute sind. Und Mama, bist du da, hineinschreien. Digga, das war die beste Zeit, no joke. War die beste Zeit, Chat. Das war die beste Zeit. Mama! Mama! Mama, bist du da? In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. Bis morgen.